Hallo meine lieben Fußballfreunde und seid herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Tomb Raider. Da oben müssen wir hin. Davor können wir hier aber ordentlich looten. Hier liegt unser noch verwundeter Freund Roth Anthony. Fünfzig Schuss haben wir. Ich denke mal, die werde ich eher nehmen gegen die Wölfe. Da ist ein Huhn. Okay, das ist voll. Wow, das hat gerade kurz geleckt, das tut mir leid. Also wie gesagt, ich will mich hier erst umsehen. Okay, das kann ich anbrennen. Okay. Wo kann ich denn eine Fackel anzünden? Was ist das denn hier? Was können wir denn hier mitmachen? Wir brauchen Feuer, um dieses Objekt in Brand zu setzen. Das ist mir bewusst, aber hallo Huhn. Also da oben müssen wir sowieso hin, also da. Und wir können hier noch Sachen auf jeden Fall machen. Okay, das knarrt hier. Also da oben kommen wir never ever hin. Okay, woher kriege ich Feuer? Vielleicht hier? Ah, okay. Das hier ist erstmal die einzige Möglichkeit. Okay, bevor wir gleich springen, würde ich sagen, machen wir erstmal hier die Events auf der Seite mit dem Feuer. Zur Skulptur gehe ich eher mit zum Schluss. So. Genau, da haben wir einmal das hier. Waffenmodifizierung verfügbar, verbessern Sie Ihre Waffen in Lagern. Das machen wir gleich. Hier hinten waren wir doch nicht. Hier haben wir auch nochmal Bergungsgut. Also das Wasser, das Feuer geht schon mal nicht aus. Da kommen wir nicht rein. Okay. Einfach stehen Statuen erleuchtet. Okay. Ich frage mich, wie ich da gleich hochkomme, aber ich denke, das finden wir gleich heraus. Das sieht sich aber auch nicht selbst anbrennt, obwohl wir mit einer Fackel laufen in der Hand. Wow. Okay, was hat uns das jetzt gebracht? Das ist tief. Also da kommen wir never ever hoch. Okay, Daniel. Let's think. Okay, was können wir machen? Also man kann hier runtergehen. Also man kann hier unten ins Wasser. Okay. Lol. Da kommst du nicht hoch. Really? Oh lol. Oh mein Gott, ist das euer Ernst?
Da oben waren wir auch noch nicht, oder? Da oben drauf, wartet mal. Hier fallen Bretter runter, oder? Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Ich hab erst Kamasutra. Ich hab echt erst Kamasutra gelesen. Ich sollte auch immer mal nach diesen Wirkungskisten. Stimmt, eigentlich sollte ich zurückgehen. Warte. Ja. Weil ich brauche keine Fackel mehr. Woo! Okay. Weil wir gehen jetzt erstmal zum. Oh. Ich gehe jetzt erstmal zum Lager und werde mal nach dieser Waffenmodifizierung schauen. So. Also, wo ist. Ach, da ist meine Maus. So. Fähigkeiten nicht. Ich gehe mal auf Ausrüstung. So. Bogen-Upgrades. Nee, Waffen. So, hier, das haben wir aber. Erweitertes Magazin, ein größeres Magazin, das 10 Kugeln fasst. Eine Rückstoßkompensierung, die die Präzision und den Schaden erhöht. Nicht genug Material. Also wenn, dann ist das ja hier irgendwie besser als das hier. Also hier haben wir ein größeres Magazin, okay. Das ist aber für Präzision und Schaden. Das würde ich dann gern machen. Okay, gehe ich mal zum Bogen. Ich glaube, aber da kann ich jetzt nichts mehr machen. Nee, weil ich 38 nur noch habe. Gewickelte Sehne, die eine höhere Schussfrequenz ermöglicht. Verstärkte Wurfarme ermöglichen mehr Zug und verursachen dadurch mehr Schaden. Okay, wie gehe ich zurück? Okay, einfach mit Escape. Fähigkeiten. Ich habe keine Fähigkeitenpunkte. Ja. Okay. Gut. Dann haben wir das erledigt. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal dahin und dann müssen wir uns auch dahin orientieren. Schauen wir mal. Ja. Oh, wir haben hier was gefunden. Bestimmt ein Dokument. Das hier muss einem US Marine gehört haben. Nee. Waren Sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Untersuchen, um versteckte Informationen zu finden. Rechte Maustaste. Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer, er brauchte einen Drink. Ich denke mal, das war's dann auch. Also, okay. Also, wir haben Reliquienansicht. 1 von 3 Semperfi gefunden. Semperfi. Also, wir haben auch schon ein bisschen was gefunden. 34% hier. Ja, hier jetzt überall 0%. Okay. Ja, okay. Dokumente haben wir ja aber. Schon ein bisschen was hier. 20% haben wir jetzt schon 2 von 10 halt. Hier haben wir auch schon Tagebuch, Informationen aus Kriegszeiten. Ich möchte halt versuchen, so viel wie es geht auch natürlich zu finden von der Background-Story. Ich weiß natürlich nicht, wie viel das ausmacht. Na, guck mal, hier haben wir schon mal ein Tagebuch gefunden. Nach 2 Wochen erhielt ich eine Audienz bei Ihrer Majestät.
Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft. Ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuretten wäre. Ich lese es lieber selbst vor, weil der liest ein bisschen langsam. Ich denke, das ist auch in eurem Interesse. Oh, ich hätte fast einen Pfeil abgeschossen. Da haben wir Bergung. Hier ist eine Tür, wo wir nicht durchkommen. So. Pfeile können wir nicht aufnehmen. Ist hier was? Nein. Okay. Ja, das ist voll. Ja, das haben wir ja bewusst. So, wir haben hier mehr zu bergen. Kommen wir da oben hin? Also wenn, dann würde ich halt da auch noch gerne hin. Wo? Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Soll ich es mal versuchen? Au. Okay. Das heißt, da kommen wir nicht hin. Okay. Ein Versuch war es wert. Okay. Auf ein neues nochmal da hoch. Okay. Ich dachte, man kommt da hin. Tut mir leid. Machen wir uns einfach wieder auf den Weg nach oben. So, hier waren wir ja schon. Also ja, zum Aufnehmen. Also man kommt nur da oben drauf, aber dahin leider nicht. Schade. Oh Gott. Da oben müssen wir hin oder so. Oh Gott. Oh toll. Ernsthaft? Hier ist wieder was zum Anzünden. Oh, und ich habe keine Fackel. Oh nö. Danke für den Ruf. Ja, da müssen wir hin. Das geht noch. So, ich brauche eine Fackel. Ja. Und dann bergen bitte. Also bergen ist so gesehen ein gewisses Leveln. Dann auf einmal Bretter runter. Danke. Okay. Ja, danke. Noch sonst noch was? Okay, ja, was bringt mir es denn hier zu springen? Ich müsste ein weiter hoch. Okay, Daniel. Wo? Warum komme ich nicht runter? Warum komme ich nicht runter? Oh mein Gott. Ich möchte runterspringen. Ich spring nicht runter. Ich möchte einfach runter. Warum lässt sie nicht los? Oh, oh come on, bitte. Oh.
Ich komme hier nicht runter. Okay, muss ich mal ganz nach rechts. Da haben wir auch noch was zu bergen. Leute, ich habe ein Problem. Ich komme hier nicht runter. Spieloptionen, toll. Maus und Tastatur. Wie kann ich mich denn jetzt, Gamepad, nein. Spieloptionen, Maus, Tastatur, Junge. Tastaturbelegung. So. Nach rechts bewegen. Ja, Aktion. Schulterwechsel C. Ich versuche gleich mal C. Was kann man denn drücken? C oder Q. Q könnte ich gleich auch mal gucken. Ich komme hier nicht runter. Warum lässt du dich nicht fallen, Lara? Was soll denn das? Warum kann sie sich denn nicht fallen lassen? Kann mir das mal jemand sagen? Ich habe jetzt schon jede Taste gedrückt. Finden Sie was? Oh, lol, top. Ah! Okay. Das muss ich drücken. Okay. Oh. Okay, ich würde sagen, mit der Aktion beende ich hier die Folge. Wir werden hier jetzt in der nächsten Folge dann noch den Rest plündern. Ich habe da ja gerade durch meinen Instinkt noch ein paar Sachen gefunden. Und da machen wir uns natürlich auf den Weg zu den Wölfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und übermorgen geht es dann weiter. Und bis dann, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.